Moin, sehr Fuchs da draußen, willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zum American Truck Simulator. Wir sind heute mal leider nicht mit unserem eigenen Truck unterwegs. Der ist ein bisschen defekt, würde ich mal sagen. Ich habe mir das gerade eben noch mal im Video angeguckt. Es ist dann doch, irgendwie war es schon ganz lustig. Insofern, okay. Ja, wir verdienen gerade noch ein bisschen Kohle, damit wir unseren Wagen wieder reparieren können, den ich gerade auf unserer ersten Tour komplett zerballert habe. Grüße gehen raus an den Blaufuchs von letzter Folge. Und naja, ein Malheur ist halt mal passiert. Ne? So ein Malheur kann mal passieren. Das ist ein neuer Wagen. Ich war noch nicht drauf eingestellt. Du musst dich ja auf so ein Vehikel auch erstmal eingrooven. Ne? Ich hatte den nicht unter Kontrolle. Ich wusste nicht, wie sie sich anfühlt. Und zack, kaputt geballert. Direkt kaputt geballert. Jetzt verdienen wir hier eben schnell 8700 Schmeggels. Und damit sollten wir genug Kohle haben, das Ding eben wieder zu reparieren. Dann tanken wir den voll. Und dann aber wirklich, doch. Dann schaffen wir noch eine Mission wahrscheinlich. Super. Aber immerhin, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Das Schlimme ist, wir müssen auch noch diesen scheiß Kredit abbezahlen. Das ist, ab jetzt tickt die Uhr. Ab jetzt tickt die Uhr. Jeder Tag, wo wir keine Kohle reinkriegen, weil ich unser Auto zersetze und dabei 22.000 in Sand setze, ist ein verlorener Tag. Ja, ist ja nicht gut. Das ist nicht gut. Aber gut, wir fahren jetzt 3 Stunden. Das wird chillig. Eben nach unten gucken. Oh, Apparillo ist dabei. Oh, vorsichtig wieder nach vorne gucken. Uiuiui. Das macht mich fertig. Oh, erstmal die Spur halten. So. Alles wieder gut. Ein bisschen rüber wieder. So. Das Ding leicht im Blick. Alles klar. Es hat immer den Anschein, als würde man so zu seitlich auf dem Sitz sitzen. Aber das passt schon. Wir fahren zum Glück hier gerade auch unseren Volvo. Das ist doch an sich ganz nice eigentlich. Ich überhole mal eben. Nebenbei sehe ich gerade in Discord, wie jemand hier gerade einen Eiskaffee in unsere Wackengruppe postet. Und ich sage euch, bei den Temperaturen hier, ist das jetzt mal eine richtig geile Idee. So ein Eiskaffee wäre jetzt wirklich genial. Schön noch so eine Kugel Vanilleeis rein. Oh. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Eiskaffee. Wir haben uns nicht mal unser Feierabendbierchen verdient. Nein, wir müssen jetzt gerade erstmal ein bisschen Verlust aufholen. Aber wie gesagt, wir lassen uns von diesem Ding jetzt nicht unterkriegen. Das macht nur unglücklich. Ne? Wir müssen da drüber stehen über den Ding. Wir genießen diese lustige Aufnahme, die wir haben. Das können wir uns immer wieder angucken und uns daran erfreuen, wie ich mit viel zu hoher Geschwindigkeit in diese Kurve reinballer. Schreie und dann kippe. Es war schon schön. Also, oh, vorsichtig. Rückwirkend war es schon schön anzusehen. Aber gut. Wir holen das auf. Das hat uns jetzt 2 Fahrten zurückgeworfen. Naja, 3. Vielleicht auch 4. Aber was sind schon 4 Fahrten? Was hätten wir mit diesen 22... Vielleicht wird es auch gar nicht so teuer. Wir gehen einfach zu Hugo, unserem Kumpel. Den kenne ich, der hat auch eine Werkstatt. Der macht das vielleicht nicht ganz offiziell und so. Da kriegen wir dann kein Zertifikat oder so, dass das hier von der Vertragswerkstatt gemacht worden ist. Aber Hugo, dem vertraue ich. Dem vertraue ich. Der macht das schon gut. Und der macht das billig. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Vielleicht müssen wir auch nicht alles reparieren. Da sind wahrscheinlich so ein paar Kleinigkeiten, die sind gar nicht so schlimm. So außen zum Beispiel die Optik. Mach ich. Diesmal bremsen wir wieder ein bisschen, bitte. Oh, rechtzeitig bremsen, ja. Biege nach links ab. Das ist der Plan. Ich folge ihm hier einfach. Wow, richtig schön ausholen. Jawoll. Das machst du toll. So, er biegt schon wieder ab. Bist falsch gefahren oder warum fährst du jetzt wieder zurück? Muss man nicht verstehen. So, 20, 30, 40, 50, 60, 65. So. Und los geht es. Wir pesen über die Landstraße mit unserem wunderschönen Skateboard. Seht nur, yippie, yeah. Viel schneller als der Wind auf dem wunderschönen Skateboard. Alter, mir ist so warm. Aber ich komme sonst vor Wacken nicht mehr dazu. Das muss heute fertig werden. Ich muss euch heute hier noch mit ab jetzt noch 3 Folgen beglücken. Ich hoffe, inzwischen hat sich die Temperatur wieder ein bisschen normalisiert, Leute. Wenn die nächste Woche auch... Also jetzt ist... Was ist denn jetzt? Nächster Tag Wacken. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Wenn ihr das jetzt seht, ist, glaube ich, der letzte Tag offiziell Wacken. Tag drauf ist Abreisetag, dann ist bei mir Abreisetag nach Hause. Und dann ist auch schon wieder Montag. Da habe ich noch Urlaub. Da werde ich nochmal wieder für euch schön eine Woche aufnehmen.
und dann noch eine, weil ich danach wieder, dann habe ich die Woche wieder, da komme ich nicht zum Aufnehmen. Da muss ich erstmal nachholen, was hier alles im Haushalt passiert ist, ein bisschen Garten machen und so, der wird mich verwahrlosen jetzt. Und danach die Woche bin ich schon wieder weg. Glaube ich zumindest. Ich muss das nochmal checken. Es könnte auch 2 Wochen arbeiten sein. Dann würde ich vorher doch wieder mit dem regulären Let's Play-Geschäft starten. Aber mal schauen. Solange der Fuchs im Urlaub-Modus ist, gibt es hier nur ATS. Das kann man mal ganz entspannt nebenbei machen. Das geht auch, wenn es so heiß ist. Wenn ich mir vorstelle, jetzt irgendwie Enderal und davor irgendwelchen... Nee. Also jetzt hier so ein Dungeon durchcrawlen und schreien, weil es mega schwer ist, wäre jetzt nicht so mein Ding. Nicht bei dem Wetter. Guten Tag. Hup mal eben zur Begrüßung. Ein kleines sanftes Begrüßungshupen. So ist es Brauch. So ist es richtig und wichtig. So, wir fahren hier ja mitten durch die Wicken, ne? Also hier ist ja schon richtig so wüstig. Demnächst links abbiegen. Alles klar. Wir biegen. Oh! Oh ne, ein weiter noch. Ich war zu früh. Ich habe zu früh geblickt. Das macht man natürlich nicht. Biege nach links ab. Machen wir. Ich muss erstmal ein bisschen ausholen. So, richtig schön weit. Und dann geht das auch los. Wie sieht's aus? Ja, guck mal, wir rammen da nichts mit. Es läuft einfach. Also es biegen. Abbiegen. 30, 40, 50, 60, 70, 75. So. Ich glaube, 75 ist eben Max. Mehr schafft das Ding sowieso nicht. Ist ja jetzt auch nicht mehr unserer. Unser hat natürlich eine viel geilere Ausführung. Wow, was ist da denn los? Den habe ich im Spiegel nicht gesehen. Ja, der war auch nicht gut genug eingestellt. Ballert der da einfach an mir vorbei. Ist ja irre. Puh, okay. Ich glaube, heute ist einfach zu warm zum Autofahren. Zu warm zum Autofahren. Bei mir ist erst Samstag. Nee, Sonntag ist wieder Autofahren angedacht. Sonntag bereite ich mich schon mal vor, in Richtung Wacken zu reisen. Traditionell wird vorher nochmal bei meiner Mutti eingekehrt. Die wohnt nur 45 Minuten von Wacken entfernt. Das passt dann immer ganz gut, da nochmal einen Zwischenstopp zu machen. Und, dort hat nun der legendäre Dönermann wieder aufgemacht. Er wurde von der CDU vertrieben. Musste dann seinen Laden schließen, weil die CDU meint, dass sein Dönerladen nicht in das optische Bild des Dorfplatzes passt. In Wirklichkeit wollten sie den einfach nur weghaben, weil die CDU bescheuert ist. Und jetzt hat er einen Laden gekauft und das Ding endlich wieder aufgemacht nach 1,5 Jahren, glaube ich, Wartepause. Ihr müsst euch das so vorstellen, also ich esse sehr gerne Döner, muss ich echt sagen. Ich finde es einfach, diese Kombination aus diesem frisch gemachten, selbstgemachten Fladenbrot, selbstgemachter roter und weißer Soße, richtig gutes Fleisch, also nicht diese Ranzscheiße, frisches Gemüse, das ist einfach köstlich. Ich finde, diese Kombination ist optimal. Vor allen Dingen, wenn sie gut ausgeführt wird. Und der Typ macht halt den ganzen Scheiß selber. Der steckt seinen Spieß selber, der macht sein Brot selber. Das begann dann immer morgens, als ich da noch gewohnt habe, war es halt auch so, du hast morgens gerochen, wenn er sein Brot frisch gebackt hat für den Tag und so. Er hat auch grundsätzlich immer nur einen Dönerspieß, wenn er leer ist. Er macht immer einen am Tag, den kriegt er immer weg. Und wenn der leer ist, dann ist halt aus. Da wird dann nicht noch so ein Ding aus der Tiefkultur geholt oder so, nein, dann ist halt aus. Dafür ist die Qualität halt geil. Und er hat nun endlich wieder auf. Hier bei uns in der Gegend, wo wir wohnen, kannst du vergessen, hier gibt es überhaupt keinen Döner. Also ich habe hier kannst du keinen Döner essen. Hier gibt es ganz viele Leckereien, wirklich viele gute Sachen. Burgerladen, richtig geil, der alles selber macht. Also wir haben hier viele gute Dinge. Ein Edelrestaurant, das aber preiswert ist. Also ist sehr edel, sehr frisch, auch schon gehoben, auch schon ein bisschen teurer, aber noch bezahlbar. Aber Döner kannst du knicken. Wir haben hier einen Laden, der auch Döner verkauft, der hat den billigsten Ranzfleischspieß, den man da fertig vom Großmarkt, von der Industrie kaufen kann. Das Ding besteht aus Industriefertigbrot, das ja antoastet. Dann kommt da dieses Knorpel-Ekelfleisch rein. Tzatziki und Eisbergsalat. Und ein paar Gurken. Das war's. Das ist der Döner hier. Richtig geil. Und kostet 5 Euro. Weißt du so, alter Schwede. Das ist krass. Der Typ, der alles selber macht, da zahlst du auch für einen großen 5 Euro. Für einen kleinen, ich glaube, 4 Euro. Oder 4,50 inzwischen. Aber das ist es auf jeden Fall auch wert. Ja, und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Mutti besuche und mir da so einen geilen Döner reinziehen kann. Was jetzt lange nicht ging, weil er halt, wie gesagt, nicht mehr da war. Und ich freue mich schon. Mein Bruder ist jetzt schon da und schickt mir die ganze Zeit, der macht dann täglich einen Döner. Da wird dann, er hat auch keinen guten in seiner Gegend, da wird dann täglich sich so ein Döner in die Figur gedrückt, scheiß drauf. Und schickt mir schon per WhatsApp Bilder. Die Sau. So,
wir nähern uns dem Ziel. Noch 22 Meilen, 29 Minuten. Das sollten wir diese Folge noch abschließen können. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jo, ich versuch's. Ich guck nur gerade. Da kommt gerade einer. Bitte überholen Sie. Danke. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, komm schon. Also ich habe geguckt, da kam auch keiner. Der ist mit Absicht in mich reingepäst. Jetzt ohne Scheiß. Das ist ja fürchterlich. Die Leute müssen mal ein bisschen gucken. Die gucken hier ja gar nicht. Die ballern einfach in dich rein. Anstatt zu bremsen, bitte nach links ab. Wird da reingeballert. Ah, Vorsicht, Stoppschild. Was ist denn da los? Man muss sich doch fragen. Was ist denn da los? So, jetzt hier. Ich biege jetzt ab. Ihr seht das. Ihr müsst jetzt anhalten. Ich habe jetzt hier Vorfahrt. So ist fein. Wieder 600 Schmeckels verloren. Jetzt haben wir schon nur noch 8000. Und ein Huni. Das ist doch scheiße. Aber ich bin auch... Ich stelle das nicht runter. Man kann das ja einstellen. Man kann auch sagen, gar keine Strafen. Aber das ist langweilig. Wir ziehen das durch. Das gehört dazu. Das motiviert ja nur noch, sauberer zu fahren. So. Immer geradeaus. Erste Aufenthalt in Tucuma... oh Gott. Tucumcari. Alter, was ein Ortsname. Immer geradeaus. Machen wir... Wir fahren schön geradeaus. Da vorne ist rot. Schon mal den Bremsvorgang einleiten. Da müssen wir wohl gleich links. Oh, sorry, Leute. Da musste was raus. Oh, ich kriege hier Sommergrippe. So, ich bin dran. Hallo? So, Vorsicht, wir wechseln auch gleich die Spur. Okay. Oh, hier gibt's Burger. Jetzt so ein Burger. Das ist viel zu warm für Burger. Und so heißt es, esse ich nicht so gerne. Aber so einen richtig geilen, selbstgemachten Burger. Oh. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Es ist ja, glaube ich, mal wieder an der Zeit, den Keramikgrill anzuschmeißen und Pulled Pork zu machen. Wollte ich eigentlich noch vor Wacken machen? Ich weiß gar nicht, die Idee ist irgendwie verlaufen. Im Sande verlaufen. Oder in der Hitze. Wahrscheinlich in der Hitze. So, weiter geht's. Wir fahren. Wir fahren. Gleich sind wir da, Leute. Gleich sind wir da. Dann gucken wir, dass wir unser Baby repariert kriegen. Zumindest so weit, dass wir damit wieder arbeiten können. Das würde mir ja schon reichen. Guck mal, wenn die Spur nicht wechseln müssen, weil die sich hier verengt. Super. Voll umsonst dieses Risiko eingegangen. Hochmotiviert bin ich. Ohne Scheiß. Gleich wird das perfekt. Ich sag euch, nächste Folge fahren wir wieder mit unserem eigenen Auto los. Und dann wird das perfekt werden. Wir werden uns richtig Mühe geben. Wir werden nicht kippen. Oh, weißt du, ich bin noch nie umgekippt, Alter. Noch nie. Jetzt fahre ich einmal mit meinem eigenen Scheißding. Und dann kippe ich das Teil gleich mal bei der ersten scharfen Kurve mit volle Karacho. Das sah aus, als wäre mit Absicht gewesen. Einfach mal machen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Man muss ja mal gucken, wie das ist. Wie sich das anfühlt, wenn so ein Truck kippt. So, hier. Achtung. Wir biegen jetzt. Biege nach rechts ab. Rechts ab. Wow. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Da kommt nichts. Wir können rechts ab. Entspannt rechts abbiegen. So, da sollte uns jetzt auch nichts mehr entgegenkommen. Nur noch parken und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es geschafft. Endlich mal wieder eine Mission abgeschlossen. Aber wieder keine World of Trucks Version. Weil die halt nur mit dem eigenen Auto geht und das ist leider kaputt. Wenn wir jetzt gleich mit unserem eigenen Truck wieder spawnen, ne? Und das Ding geht kaputt. Dann haben wir echt ein Problem. Das liegt immer noch an der gleichen Stelle. Dann wäre ein bisschen scheiße. Man muss den ja irgendwie auch zurücksetzen können. Das muss ja irgendwie gehen. Oh, sieht nicht so aus, als würden wir selber parken wollen. Wir sind fertig. Ich bin fertig, Mann. Ich sag's dir. So, wo soll ich ihn parken? Nein. Das überspringen wir. Das ist mir die 25 EP nicht wert. Ohne Spaß nicht. So. Wir haben genug gelitten. Ja, jetzt gab es noch 8800. Leider ein bisschen was abgezogen. Aber ausgezeichnet. Okay. So, dann sagen wir mal wieder fahren. Und gucken mal, ob wir jetzt immer noch da liegen. Oder ob er uns jetzt wenigstens respawnt. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ich muss das doch irgendwie wieder zurück. Ah, warte, vielleicht mit F5. Vielleicht können wir mit F und die Tasten durchschalten. Spiegel ein, Modi des Route Advisors, Spiel unterbrechen, fortsetzen, nee.
Dann mache ich die Spiegel an. Ah, mit F3 mache ich das Ding aus. Cool. Fernlicht. Man muss doch so einen Abschleppwagen rufen können. F6. F7. Sofort Werkstatt. Ach, hier. Dienstleistungen anzeigen. Eingabe. Zur Werkstatt abschleppen. Jo, geil. Kostet 900. Ja, scheiß drauf. Schlepp mich mal ab. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. So, wir werden wahrscheinlich bald in die Miesen landen. Bald in die Miesen. Zum Ausrüsten, Reparieren oder Lackieren ihres LKWs. Eingabe drücken. Wartung. Ach, guck mal. Gesamtpreis kostet 2000. Das geht aber. Ah, Selbstbeteiligung. Oh, nice. Reparieren. War gar nicht so schlimm, Leute. War gar nicht so schlimm. Wir mussten das gar nicht alles bezahlen. Sehr gut. Dann können wir weiterfahren. Dann können wir weiterfahren. So. Müssen wir tanken? Nö, Tank ist noch gut. Ja, dann würde ich sagen, dann aber jetzt aber zackig noch so eine World of Truck Kiste da ausgewählt, ne? Hier mal was Normales. Ich will mal was Normales. Was ganz fucking Normales. Einen ganz normalen Anhänger. Ja, wobei, den schaffen wir auch. Komm. Den schaffen wir. So, nu aber los. Ich bin wieder fein gestellt. War doch nicht so teuer. Wir gehen doch nicht in die Miesen. Das okay, läuft jetzt. Wir fahren los. Ja. Eben wieder den Route Advisor umstellen auf F. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Upsala. Ich kann meinen Sitz einstellen. Wie geil ist das denn? So. Mach das Ding mal aus. Wir brauchen den nicht. So, wenn möglich, Kehrtwende. Machen wir aber nicht. Bieg einfach jetzt ab. Da kommt nichts. Läuft. Hoho, hallo. Kommst du denn her? Okay, los geht's. Oh, ich sehe nicht. Ja, das geht doch nicht. Ich sehe nicht. Upsala. Mit F4 drücke. Ich sehe nicht, wie schnell ich fahren darf. Das Tempolimit wird nicht angezeigt. Das ist mir dann doch schon wichtig. Okay, lassen wir es halt in groß. Was soll's. Hier sehe ich aber jetzt auch kein Tempolimit. Okay, so. Schaffen wir es diesmal? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ich habe ein gutes Gefühl. Da kommt einer, aber ich glaube, wir sind schneller. Jo. 55. Links ich doch halten und dann links abbiegen. Ich sehe das Tempolimit doch. Oh, links abbiegen. Guck mal, da schummeln wir uns eben rein. Biege nach links ab. Jo, machen wir gleich, wenn das grün wird. Eins am anderen, ne? Wir wollen diesmal nichts überstürzen. Das muss diesmal hier entspannt funktionieren. Du könntest das nicht erlauben. Das muss diesmal perfekt sein. So, da wird rot, dann kann er hier jetzt grün werden, ne? Mach mal grün, du. Mach mal grün. Ich muss links, muss ich. Komm schon, mach mal grün. Mach mal grün. Er macht nicht grün. Oh, die halten schon an. Jetzt dürfen wir gleich. Komm. Jo, da schaltet die Ampel um. Ist gleich soweit. John, wollen wir mal. Ist noch mit Pfeil. Das heißt, wir brauchen nicht gucken. Da kann nichts kommen. Alles cool. Wir fahren schön entspannt. Nicht zu schnell. Alles entspannt und easy peasy. Kein Stress schieben. So, dann vorsichtig auf die Bahn rauf. Ne, vorsichtig auf die Bahn rauf. Jetzt können wir auch Gas geben. Der Spiegel sagt, geht wohl. Läuft. Achtung, oh, ich bin zu schnell. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Naja, ist gut. Alles gut, hab angepasst. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Jo. Kommt mir sehr bekannt vor hier, als wären wir Achtung, hier mit unserem... Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich habe schon runtergestellt. Als wären wir hier mit unserem Schwertransport langgefahren, oder? Habt ihr nicht auch ein bisschen das Gefühl? Ja, Hahn, alles gut. Ist doch alles gut, du musst dich entspannen.
Jo, ihr Lieben, ne? Ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen eben kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und versuchen hoffentlich lebendig den Aufleger zu erreichen. Bis dahin, euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.